Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute besprechen wir den typischen Wortschatz zum Thema Homeoffice. Dieses Video wollte ich eigentlich schon sehr lange machen, denn in Deutschland besteht seit einiger Zeit die Homeoffice-Pflicht. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, die wichtigsten Vokabeln um dieses Thema herum zu kennen. Wenn es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. So, meine Lieben, es geht los. Ich arbeite immer in meinem Arbeitszimmer. Und dieser Bereich hier ist mein Arbeitsplatz, der Arbeitsplatz. Das ist sozusagen der genaue Ort im Arbeitszimmer, an dem man arbeitet. Und hier habe ich meinen Schreibtisch, also der Schreibtisch, meinen Stuhl. Du kannst auch sagen, der Bürostuhl. Ich habe aber keinen Bürostuhl. Ein Bürostuhl ist in der Regel sehr, sehr groß. Also so. Und das mag ich nicht so. Genau. Und hier ist noch mein Laptop. Der Laptop. Ich habe keinen normalen Computer, keinen großen sozusagen, sondern nur meinen Laptop. Ja, das war's praktisch. Mehr habe ich hier gar nicht. Aber noch etwas Wichtiges. Wenn mein Akku leer ist, dann werde ich meinen Laptop mittels eines Ladekabels und einer Steckdose an den Strom anschließen und aufladen. Ja, und hier habe ich natürlich noch ein Glas Wasser. Ganz wichtig, genug zu trinken. Und bevor ich mit der eigentlichen Arbeit beginne, schreibe ich immer eine To-Do-Liste, so eine Art Plan, die To-Do-Liste. Als To-Do-Liste bezeichnet man sozusagen eine Liste mit allen Aufgaben, die man an diesem Tag schaffen möchte. Man kann es natürlich auf einem Blatt Papier machen einfach oder auch digital. Ich mache es immer entweder in meinem Planer oder digital auf Notion oder so. Und sobald man eine Aufgabe fertig hat, kann man sie abhaken. Was bedeutet abhaken? Abhaken bedeutet als erledigt markieren. Und wenn man mit allen Aufgaben fertig ist, was natürlich nicht immer der Fall ist, aber wenn man das geschafft hat, kann man sagen, ich habe meine To-Do-Liste für heute abgearbeitet. Und das Verb abarbeiten unterstreicht sozusagen, dass man alles geschafft hat, dass alles geschafft worden ist. Und nun schauen wir noch ein bisschen genauer auf meinen Laptop. Warum? Weil sich hier ein paar andere wichtige Vokabeln versteckt haben. Dieser Bereich hier oben heißt der Bildschirm, auf dem alles angezeigt wird, womit wir arbeiten. Der Bereich hier unten heißt die Tastatur. Hier können wir diverse Sachen so eintippen oder einfach tippen, kann man auch sagen. Und das Ding hier heißt die Webcam. Das ist eine externe Webcam. Hier habe ich sie angeschlossen. Und warum benutzt man die? Weil sich dadurch die Bildqualität bei Videokonferenzen verbessert. Und ich unterrichte ja vor allem online, habe auch diverse Videocalls und so weiter. Und das braucht man einfach heutzutage, finde ich. Und hier habe ich noch etwas Wichtiges, und zwar ein Headset. Ja, genau. Also dadurch verbessert sich sehr, finde ich zumindest, die Tonqualität, weil man hier noch ein externes Mikrofon hat. Genau, also das benutze ich immer bei meinen Unterrichtsstunden zum Beispiel. Nun fahre ich meinen Laptop hoch. Jetzt muss ich mich einloggen bzw. das Passwort eingeben, um mit der Arbeit loslegen zu können. Das Verb hochfahren bezeichnet den Prozess des Startens, wenn der Computer angeht. Wie du wahrscheinlich weißt, arbeite ich gerade an meinem Grammatikkurs und deshalb muss ich sehr viel tippen. Dafür wähle ich immer die Schriftart Times New Roman. Beim Tippen passieren natürlich auch genug Tippfehler und diesen falschen Text lösche ich dann einfach. In meinen Unterlagen markiere ich häufig etwas, zum Beispiel mit Gelb. Markieren bedeutet hervorheben, auffälliger machen, zum Beispiel mit einer Farbe oder einer neuen Schriftart. Bestimmte Abschnitte kann man auch kopieren, also eine Kopie machen und zum Beispiel irgendwo anders einfügen, wenn man es dann braucht. Wenn ich fertig bin, speichere ich das Dokument in einem Ordner auf meinem Computer.
Für viele Skripte recherchiere ich auch im Internet. Recherchieren bedeutet eine Recherche betreiben, beziehungsweise sich zu einem bestimmten Thema im Internet belesen, indem man diverse Quellen analysiert und vergleicht. Wenn du deine Zeit im Internet einfach so verbringst, also quasi deine Freizeit, dann heißt es Surfen. Lass uns auf ein paar andere Büroattribute schauen, wenn wir schon in meinem Arbeitszimmer sind. Hier siehst du ein Regal. Und eigentlich habe ich hier nicht nur diverse Bücher, sondern auch viele Ordner hier unten, in denen ich meine privaten sowie geschäftlichen Unterlagen aufbewahre. Das ist ein Ordner. Und diese Unterlagen sind in Folien. Das ist eine Folie, die wiederum quasi im Ordner eingeheftet sind. So, ihr Lieben, und hier steht mein Drucker. Damit kann man logischerweise drucken, beziehungsweise etwas ausdrucken. Wir drucken etwas aus. Und nicht nur das, man kann damit zum Beispiel auch diverse Sachen einscannen. Man legt ein Blatt Papier hier rauf, also zum Beispiel irgendwelche Unterlagen oder so. Und dann macht man eine Kopie in digitaler Form, die man dann auch ausdrucken kann. Und diese Dinger hier heißen übrigens Druckerpatronen. Die sollte man immer mal wieder austauschen, wenn sie leer sind. So, ihr Lieben, und jetzt bitte nicht wundern, dass ich so viel Zeug hier habe. Aber ich glaube, das hier gehört wahrscheinlich zu jedem Büro dazu. Und jeder von uns hat es entweder auf dem Schreibtisch oder auf dem Regal. Also sollten wir natürlich wissen, wie diese Sachen auf Deutsch heißen. Und ich beginne natürlich nicht mit einem Kugelschreiber oder einem Bleistift. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Vokabeln kennt. Aber mit etwas anderem. Und zwar mit dem Klebestift. Damit kann man diverse Sachen einfach kleben. Also ich nehme zum Beispiel ein Blatt Papier und mache das hier an der Spitze und dann klebe ich es. Und dann hält es sozusagen. Das ist ein Klebestift. Was haben wir hier noch? Ich habe hier zum Beispiel den Anspitzer. Das benutzen wir für die Bleistifte. Also man kann sie sozusagen anspitzen, damit sie dann wieder schön auffällig schreiben. Dann hier habe ich eine Schere, die Schere, damit können wir schneiden. Dann habe ich hier die Haftnotizen. So sehen sie aus. Also das ist sehr, sehr praktisch. Das benutze ich zum Beispiel, wenn ich einen Videocall habe oder eine Videokonferenz oder vielleicht sogar meine Unterrichtsstunde. Und dann schreibe ich mir einfach eine Notiz, um etwas nicht zu vergessen. Und dann mache ich das irgendwo rauf. Ups. Genau, also zum Beispiel kann ich hier jetzt machen, um das nicht zu vergessen, besonders wenn es dringlich ist. Genau, die Haftnotizen. Dann habe ich hier den Marker, den grünen Marker. Damit kann man diverse Sachen markieren, zum Beispiel in den Unterlagen oder so etwas hervorheben, was man zum Beispiel nicht vergessen möchte oder was besonders wichtig ist und so weiter. Hier habe ich noch den sogenannten Tacker. Ja, was kann man damit machen? Damit kann man Sachen tacken. Genau, also ich hatte hier, also du siehst, hier ist ein Blatt Papier und hier ist ein zweites Blatt Papier und ich habe sie zusammengetaktet. Jetzt quasi sind sie fest. Das braucht man manchmal, zum Beispiel habe ich im Studium manchmal gebraucht oder man braucht es einfach, damit man weiß, dass bestimmte Sachen zusammengehören. Man möchte, dass sie nicht verloren gehen oder irgendwo getrennt rumliegen. Ja, das ist super praktisch. Das ist ein Taschenrechner. Falls du zum Beispiel als Buchhalter arbeitest oder was auch immer, ist das natürlich ein Muss. Und dann habe ich hier noch den Locher. Ja, also hier wieder können wir den Locher benutzen. Moment mal, also man macht so, man locht. Ja, und dann hat man sozusagen zwei Löcher und kann das in seinem Ordner irgendwo einheften. Das haben wir schon mal. Nee, das haben wir nicht. Das habe ich dir gezeigt im Ordner, als wir die Sachen eingeheftet haben, sozusagen, dass sie so aufbewahrt werden. Ja, und dafür braucht man normalerweise eine Folie. Aber wenn man sozusagen umweltfreundlich sein möchte, dann kann man das einfach machen. Und dann braucht man keine Folie sozusagen. Hier habe ich noch die Büroklammern. Die haben quasi die gleiche Funktion jetzt. Man kann etwas zusammen machen quasi.
damit es nicht verloren geht. Ja? Also so. Genau, das ist auch sehr praktisch. Das sind die Büroklammern. Ja, das war's schon. Das waren ein paar wichtige Sachen, ein paar wichtige Vokabeln, die man kennen sollte. So, meine Lieben, wir sind schon am Ende dieses Videos und ich hoffe wie immer, dass das Ganze hilfreich war. Ich weiß, dieses Video war wieder mal sehr, sehr praktisch, so eher aus dem Leben, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, selbst Lerner auf dem Niveau B2 oder C1 haben manchmal Schwierigkeiten mit solchen, könnte man meinen, einfachen Vokabeln, weil sie sie entweder nie gelernt haben oder einfach schon vergessen haben. Deshalb hoffe ich, dass du einiges dazu lernen oder zumindest auffrischen konntest. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du diesem Video einen Like schenkst. So kannst du mir quasi danken und noch mehr Deutschlerner können von diesem Video profitieren. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!